Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Projekt. Wir machen jetzt ab diesem Monat Monatsrückblicke. Und zwar wollen wir euch hier so ein bisschen zeigen, was wir im vergangenen Monat halt so gemacht haben, was einzelne Projekte halt angeht und kommende Projekte oder beendete Let's Plays. Genau. Mein Name ist Black Piccolo. Ich bin der Dex. Und zusammen werden wir das schon irgendwie gedeichselt kriegen. Irgendwie schaukeln kriegen wir schon. Genau. Vielleicht versprechen wir uns irgendwo ein bisschen oder so hin und wieder. Verkacken es auch mal oder reden gegenseitig in unsere Sätze rein. Wahrscheinlich. Ist ja unsere erste Aufnahme in der Hinsicht und ja. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es bei euch ankommt. Wir würden uns auch über Kommentare halt freuen, über das Video. Nach unten. Ob wir das weitermachen sollen, hier unter dem Video, damit könnt ihr eingehen. Wenn es euch gefällt, wir würden es weitermachen. Oder wenn ihr sagt, wir wollen die hässlichen Köpfe nicht mehr sehen, dann könnt ihr das natürlich auch da reinschreiben. Wir freuen uns über jedes Feedback. Schlechte sind auch gute. Gibt ja auch konstruktive Kritik. Genau, das richtig ausgesprochen. Weiß ich nicht. Aber das können ja unsere Zuschauer entscheiden. Unten in den Kommentaren. So, dann kommen wir direkt mal zum ersten. Und zwar, Probleme haben wir ja mit eigenen Projekten gehabt. Zum Beispiel Minecraft. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum Minecraft zurzeit nicht weitergegangen ist. Und zwar hat das folgenden Grund. Wir kriegen das Team gerade nicht so zusammen, wie wir es am Anfang begonnen haben. Zum Beispiel. Ja, wir haben leider zwei Schnarchköpfe dabei und Jamal ist ja immer krank. Krank liegt er im Bett. Nicht da, ne? Haben wir ja mal im Video erwähnt. Suchtkopf. Ja, ein weiteres Projekt, was auch zurzeit nicht weiterläuft, ist auf jeden Fall SimCity. SimCity, sind wir ganz ehrlich, meine Stadt geht zugrunde. Also das, was er mir erzählt hat, ne? Die Hütte brennt aber ordentlich, ey. Ja, das konntet ihr auch live mitverfolgen. Die Feuerwehr ist kontinuierlich im Einsatz. Ist auf jeden Fall nicht schlecht anzusehen, finde ich. Also man sollte da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Für Anfänger ist es auch sehr interessant, wie man eine Stadt aufbaut. Oder auch nicht. Das könnt ihr auch selber entscheiden. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Wie man es genau nicht macht, könnt ihr vielleicht bei ihm auch sehen. Wahrscheinlich eher als das andere. Ja. Du hast auch ein Projekt, was nicht. Ja, bei mir ist das leider mittlerweile Alice, wo ich durch das Spiel oder Probleme habe, dass es immer bei mir abstürzt. Ich werde da versuchen, noch eine Lösung zu finden und ich denke mal, in näherer Zukunft wird das bei mir dann weiterlaufen. Zurzeit könnt ihr leider nur vier Folgen davon gesehen, weil es einfach im Moment unspielbar ist. Also es stürzt immer ab und es gibt auch irgendwie keine Patches dafür und ich muss mich da echt noch hinterklemmen. Aber ansonsten ist das eigentlich ein ziemlich geiles Spiel. Ja, es macht echt Spaß. Ich habe mir auch ein paar Folgen von dir angeguckt und ich muss sagen, mir gefällt das eigentlich ganz gut. Ich habe selber schon angespielt gehabt und es ist ein geiles Spiel. Es ist alles im Wunderland, halt auch ein bisschen auf Psycho getrimmt. Ja. Und so, ne? Muss ich echt sagen, es ist nett anzusehen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Mir hat es bis jetzt richtig gut gefallen. Habe ich ja dazu gesagt, auch mal noch am Anfang von meinen Let's Plays, dass es den ersten Teil von Alice habe ich jetzt nicht gespielt, das ist der erste Teil, den ich spiele von Alice. Und aber bis jetzt gefällt es mir wunderbar. Also, kann ich nicht meckern. Ja. Abgedreht und voll Psycho. Ja. Macht Spaß. Ja. Ja, kommende Projekte, ne? Kommende Projekte. Das ist jetzt das, was in der Zukunft halt auf uns zukommt oder auf euch zukommt. Was ihr bei uns auf dem Kanal auf jeden Fall mitverfolgen könnt. The Elder Scrolls Online. Oh yeah. Hammergeiles Spiel. Wir waren schon im Beta-Wochenende. Wir durften schon mal reinschnuppern. Das war richtig geil, Leute. Ja, Witz. Das war richtig Hammer. Also ich kann nur sagen, ich kann es jedem empfehlen. Wir dürfen leider nicht viel davon sagen, weil wir eine Klausel unterschreiben mussten. Und ja. Sonst hätten wir natürlich schon längst ein Video hochgeladen. Wir wollen allerdings aber auch eine Gilde gründen in diesem Spiel. Und wenn ihr Lust habt, mit uns in einer Gilde zu sein oder mit uns zusammen zu spielen. Genau, oder mit uns irgendwann zu raiden oder einfach nur zu questen oder was auch immer. Dann bewerbt euch bei uns oder beziehungsweise, was heißt bewerben? Ihr könnt es ruhig in die Kommentare schreiben, genau, wenn ihr dabei sein wollt oder uns über Facebook erreichen, uns anschreiben. Ich kann ja nochmal meine E-Mail-Adresse unten in die Kommentare schreiben. Ich habe extra eine E-Mail-Adresse für sowas angefertigt. Da könnt ihr mich dann persönlich halt anschreiben oder Dex. Ich werde da auch noch eine E-Mail-Adresse veranfertigen und könnt euch dann gerne bei uns melden. Ist ja eine Sache von 5 Minuten, können wir schnell machen. Genau. Ist kein Thema. Das kriegen wir schnell. Ein sehr tolles Projekt. Deswegen, wir dürfen ja nicht so viel davon verraten. Das ist noch alles in einer geheimen Box und genau. So.
Ich kann nur sagen, ich kann es nur empfehlen. Ja. Kommen wir zum nächsten kommenden Projekt. Das ist allerdings noch ein bisschen länger geworden. Ja, da ist es ist im Moment, sag ich mal, ja, der Pre-Alpha, ne? Oder ja. Geht jetzt in die Alpha-Anfangsphase. Ja, Pre-Alpha kann man auf jeden Fall. Also ist die Pre-Alpha. Star Citizen, ne? Großer Titel. Hammergeiles Spiel. Habt ihr da ja zu schon auf unseren beiden Kanälen Hangar-Videos zu gesehen? Genau. Und das sind halt Sachen, oder das ist eine Sache, die wir jetzt im Laufe des Jahres halt die Alpha begleiten werden bei den zukommenden Projekten und was nicht alles. Und ja. Der Dogfight, Ende März. Genau. Wird auf jeden Fall das nächste Video sein, denke ich mal. Ende März wird das auch ungefähr rauskommen, Mitte März, Ende März. Da werden wir auf jeden Fall euch auch direkt schon mal ein bisschen wieder füttern. Wir werden davon ein Video machen, werden es euch zeigen. Mal gucken, wie es bei euch ankommt. Ne, ihr könnt es natürlich, wenn irgendwas Neues kommt, werden wir euch das mitteilen. Oder ein Video von machen und das dann mit einsetzen, das könnt ihr dann mitverfolgen. Vielleicht können wir schon bald beim nächsten Monatsrückblick, weil wenn das dann bei euch gut ankommt und euch das gefällt, werden wir auf jeden Fall mehrere davon machen. Mhm. Können wir mal drüber diskutieren in den Kommentaren. Ist kein Problem. Ja. Wir werden euch antworten, ihr könnt reinschauen, wir antworten euch. Und wir sind selber auch noch gespannt, was da alles für ja, neue, sag ich mal, Bausteine kommen in dem Spiel, weil es halt bis jetzt, was da angekündigt ist, ist halt echt schon echt krass. Es ist mega umfangreich und allein, was bis jetzt schon gespendet wurde, das sprengt ja jegliche Rekorde. Also ich finde das Handelssystem, was die einführen wollen, finde ich schon ziemlich Hammer. Ja. Ja. Das wird quasi, wenn man zum Beispiel Sachen abbaut auf dem Planeten, man will die Sachen irgendwo hinbringen, und man sucht jetzt jemanden, der das halt transportiert und man findet keinen, also es werden lange Zeit die Sachen nicht angenommen, können das NPCs auch machen. Das heißt, NPCs bringen deine Ware zu einer bestimmten Station, wo ihr das dann weiter verkaufen könnt oder weiter verarbeiten könnt, zum Beispiel in der Firma. Wenn ihr zum Beispiel Raketen herstellen wollt oder sonst irgendwas herstellt, Antriebe, braucht ihr natürlich gewisse Rohstoffe, die halt dahin transportiert werden müssen und das können auch halt NPCs halt übernehmen. Falls keine Spieler sich finden, die das transportieren wollen. Allerdings können auch Spieler diesen Transporter halt auch überfallen. Das finde ich auch, das wird sehr interessant, da wird bestimmt Piraterie groß geschrieben sein. Vielleicht machen wir das ja auch. Vielleicht machen wir das ja auch, wir wissen es noch nicht. Ne? Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein. Und ich denke mal, dadurch wird es auch ein nettes Handelssystem. Handelssystem, geben. Ja. Vor allem, was ich dabei auch gut finde, ist, dass dadurch, dass die NPCs diese Aufgabe irgendwo übernehmen, hast du jetzt nicht einfach so mega explodierende Preise. Genau. Von verschiedenen Rohstoffen. Weil die halten den Preis, dann sage ich mal, auf einem Level. Zum Beispiel, wenn jemand öfter das nicht macht, dann macht einfach der NPC das und genau, hält sich aber irgendein Level und ist nicht jetzt irgendwie ein Rohstoff, der, weiß nicht, dann, wo keiner Bock drauf hat, weil er scheiße zu farmen ist oder was. Aber auch ich denke schon, dass die Preise so ein bisschen hoch und runter skalieren. Ja, das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch, dass die Händler unter uns auch ein bisschen. Aber ich denke nicht, dass es so. Manche Händler? Ich denke nicht, dass es dann so wie bei manchen anderen Spielen dann einfach für jeglichen Spieler fast unbezahlbar ist. Sowas. Ja, genau, das ist halt das Problem. Aber ich denke mal, da werden wir noch viel von sehen. Ja. Da gehe ich mal stark von aus. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja. Weiteres Thema: beendete Let's Plays. Oh yeah. Was wir schon alles gespielt haben, zum Beispiel Dead Space 3 im Koop-Modus. Es war unser erstes Dead Space 3 Teil, den wir gespielt haben. Wir fanden es jetzt gut, wir haben natürlich auch vieles Schlechtes gelesen im Internet. Und unser Kameramann findet das auch nicht so. Aber es ist ein anderes Thema, wir fanden es Hammer. Es war ein richtig geiles Game. Ne? Wir hatten lustige, aber auch ziemlich. Ja, ich sag mal, Stuhlgang betreibende Situationen in dem Spiel. Ja, es war an manchen Stellen war es richtig haarig. Also da gab es schon Monster, die musste man echt heftig bekämpfen. Ja, und vor allem, was ich bei dem Spiel so krass fand, du läufst durch das Spiel und du denkst, okay, jetzt hast du wieder so langsam ein bisschen daran gewöhnt, jetzt geht das wieder, ne? Und du hast gerade dran gedacht, 2 Minuten später kommt ein Monster um die Ecke, Alter, das haut dich wieder komplett aus den Socken. Ja. Das hat dich wieder so geflasht und dich so erschrocken. Richtig, das war teilweise. Das Spiel hatte quasi den Dreh raus, wenn du es gespielt hast, du bist an einen Punkt gekommen, wo du dachtest, okay, jetzt habe ich mich so langsam an die Schocksekunden gewöhnt und mit einmal BÄM kommt da irgendwelche Viecher. Jetzt war schon krank genug, jetzt kann nichts Krankes bekommen. Ja, jetzt kann nichts Krankes bekommen und da kommt etwas. Ja. Also da haben sie sich echt irgendwo schon Mühe gegeben. Ne? Vor allem, es war ja für jeden was dabei. Also ich sag mal, ich hatte zum Beispiel diese Viecher, diese komischen Krabbelviecher auf dem Boden, die Körper eingenommen haben. Alter, da hab ich zu viel gekriegt. Ja, ich hatte bei diesen kleinen Viechern,
Die sind aus dem Film, sind die. Also ich kenne die aus dem Film, da ist so eine Figur, die sieht so ähnlich aus. Genau, das war so ein Horrorfilm. Boah, Alter. Wie kriegt der dann? Das ist Als ich die Viecher gesehen habe, da habe ich das Kotzen gekriegt. Ey, das war echt. War auf jeden Fall Hammer. Also ich muss sagen, war ein geiles Spiel. Wir hatten auch einen Versprecher dabei. Aber das ist eines. Es gibt halt manchmal so Situationen, wenn das so gerade so hart auf hart kommt. Ja, wir haben gerade eine Folge beendet und wir mussten die nächste direkt wieder anfangen, weil wir gerade keinen Speicherpunkt hatten. Genau. Und das war einfach in einer Situation, wo es einfach völliges Chaos war. Ja. Da war absolut. Vielleicht ein bisschen als Entschuldigung für dich. Ja, also ich hab die Folge angesagt und hatte so einen kleinen Versprecher, aber wir können ihn auch mal eben zeigen. Ne? Wir zeigen euch das mal. Viel Spaß, hier ist das Video. Jo. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Battlefield. Ach, Battlefield. Okay, wir müssen nochmal stoppen, das war scheiße. Ja, war ziemlich geil. Ja. Der Versprecher, oder? Ja, auf jeden Fall. Als nächstes bei uns auf dem Plan steht Lara Croft und The Guardian of Light. Ja, ein Spiel, wie wieder beide. Also, ich muss sagen, es ging von mir aus. Ne? Ich habe ihm gesagt, ja, hier, ich habe hier ein neues cooles Spiel gefunden für den Koop-Modus. Ja. Ne? Und ja, Blackie war halt nicht so davon begeistert. Nee, ich glaube, das kriegt man auch mit dem ersten. Also im ersten Teil, da bin ich so nicht so begeistert von wegen der Steuerung. Und nicht so begeistert, du hast andere gar keinen Bock auf das Spiel. Ich hatte keinen Bock drauf. Sagst du, wie es ist? Ich hatte absolut keinen Bock auf das Spiel. Aber im Nachhinein muss ich doch sagen, es war ein geiles Spiel. Es hat also richtig Bock gemacht, das zusammen zu spielen. Also so ab der zweiten, dritten Folge, da habe ich dann Blut geleckt. Und ich muss sagen, es war genial. Ja, der Endkampf. Laut, also auch, gab zwar ein paar Bugs, ne, was die Waffen anging und so. Ne. Ja. Er konnte die Kugel nicht richtig handeln, die musste jetzt dann immer in die Hand nehmen. Ja, die Kugel, die war geil. Ich kam mit der Kugel nicht klar. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte diese scheiß Kugel nicht schieben. Weil du wahrscheinlich von Anfang an mit der Steuerung nicht klar kamst, deswegen ging die Kugel auch auf den Sack, wo du die dann... Die ging mir so auf den Sack. Scheiße, die ging mir so auf den Sack. Das passte mir überhaupt nicht, die Kugel, die waren einfach scheiße. Also ich konnte sie ganz gut steuern, das Problem war. Haben wir gesehen, er hat das einfach so zack, 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 hat er die Kugel da durchmanipuliert und ich war da voll am Abkacken und... naja, es war halt dein Ding, nicht meins, meins war es nicht. Und was auch sehr, also... Du hast uns getötet. Du hast uns getötet. Ich wollte eigentlich davon ablenken. Er hat mich getötet und danach sich selber. Das war eine richtig geile Szene. Wir hatten einen übelsten Lachflash. Dazu haben wir noch ein kleines Video vorbereitet. Seht es euch an. Hammergeil. Oh, viel Spaß. Das. Ich glaub, das jetzt der nicht. War der Burner, Alter. Ey, das wird ein mega epic Fail, ohne Witz. Boah. Was war das denn? Ich kann nicht mehr, ey. War auch eine richtig geile Szene, wo du uns gleich auf dem Wissen hattest. Also ich fand's, ich habe glaube ich schon lange nicht mehr so geil. Ich hatte Tränen in den Augen. Ja, mir lief die Pipi aus dem Gesicht, also das war schon echt der Knaller. Ich wollte ihn einfach nur fliegen sehen. Du bist selber dabei geflogen. Ja, hab ich dann in Kauf genommen. Ja. Und vor allem, was auch krass war mit dem Spiel? Xolotl. Xolotl. Der Endkampf. Alter Vater, also ich habe selten beim Spiel so einen krassen und sich so einen ziehenden Endkampf gesehen. Weil wir haben, glaube ich, an 3 verschiedenen Locations, ne? Ja. Haben wir gegen den gekämpft und jedes Mal zweimal. Also zweimal. Also es waren ungefähr 6 Phasen, die der Boss hatte. Also es war extrem. Und wir dachten schon bei der ersten Phase, so, wo wir das erste Mal getroffen hatten, dachten wir schon, boah, Alter, was wird das denn jetzt hier, ne? Fetter Endkampf. Dann haben wir das geschafft und wir so, boah, krass, haben wir das Spiel gleich durch, ne? Boah, läuft. Scheiße auch. Und dann ging es weiter. Und wir so, boah, scheiße, nochmal? Jetzt müssen wir es aber. Dann das dritte Mal. Dann nochmal. Ja. Ey, wir haben echt zu viel gekriegt. Also ich muss sagen, das war echt ein heftiger Fight. Was ich ein bisschen blöd fand am Ende, dass kaum noch Munition da lag. Ich muss die ganze Zeit mit meinen blöden Speeren da... Er hat da natürlich die geilste Waffe. Ja. Er hat einen Speer. Ja, ich schmeiß den Speer. Er hatte wenigstens seine Knarre, er war ja Lara. Ja, Lara. Und ich war hier The Guardian. Also. The Guardian. The Guardian. War ziemlich cool. Ja. Aber, ne, also wir haben ja irgendwo auch dann bei der letzten Folge dann bloß dann zum Ende gegen wo den Xolotl dann auch noch geschafft haben, nach zig Versuchen, ne? Also. Ich weiß nicht, wie wir den geschafft haben, ne, aber wir haben den
mit Ach so Krach. Viel, ja, Ach und Krach und viel Glück haben wir den noch auf die Fresse gehauen. Du hast ihm auf jeden Fall den letzten Todesstoß versetzt, ja. Weil ich war gerade am Flüchten. Ich habe auch nicht mehr damit gerechnet. Ich habe da einfach nur noch drauf geballert und auf einmal so, oh geil, der ist tot. Der ist gefallen, ja. War schon. Das geil. Das war echt eine Hausnummer, ey. Ja, der war echt mies. Der war krass. Okay. Ja, das nächste ist, was wir abgeschlossen haben. Ja. Hostel 2. Hostel? Das war der ein oder andere Versprechen bei uns in den Let's Plays. Es ist natürlich nicht Postel, es ist auch Portal. Genau. Portal 2. Also das, er hat sich mal versprochen, ne? Ja. War das schon einmal. Fand ich, war ein geiles Spiel. Wir haben ja so einen Tick so zu diesen Rätselspielen. Ja. Wir versuchen immer so, wir machen ja meistens über so einen Shooter oder so ein Rollenspiel oder sowas. Ja, halt das wir halt, genau. Was wir halt immer so machen, wir wechseln immer so ein bisschen ab. Jetzt zum Beispiel in einem Mal ein Ballerspiel, und dann haben wir meistens dann die Schnauze voll davon. Dann machen wir wieder eins, wo wir ein bisschen mehr denken müssen. Und genau. Portal war halt, also Portal 2 war halt so eine gelungene Abwechslung. Die zwei Roboter, also die Charaktere, die beiden, die waren auch echt cool gestaltet. Ja, die waren lustig gemacht, die waren echt lustig gemacht, würde ich sagen. Ja, also im Großen und Ganzen von den Rätseln und her fand ich es echt, also manchmal haben wir echt dran geknackt. Da hatten wir übrigens auch einen ultimativen Boss zum Schluss. Ein Rabe. Der saß auf einer Tastatur. Er saß auf einer Tastatur und hat den Computer bearbeitet. Er hat die Tasten gepickt. Wir mussten ihn ja mit der Waffe vertreiben. Ja, das war also schon, war nett gemacht, war cool. Hat sich der Entwickler echt was Schönes einfallen lassen. Wir haben jetzt echt gedacht, so ein Riesentor und das ging auf und wir dachten schon, ach du Scheiße, was kommt jetzt? Und dann sitzt da so eine blöde Taube auf der Tastatur. Fand ich, war geil. Ja, war geil. Gelungenes Ende auf jeden Fall. Ja, laufende Projekte haben wir natürlich auch noch. Ne? Ja, da haben wir zum Beispiel Dragon's Prophet. Dragon's Prophet. Was wir jetzt mittlerweile. Ja, wie viele Folgen haben wir jetzt schon? Hochgeladen haben wir, weiß ich gar nicht. Ich glaube. Sechs, ne? Vier oder sechs haben wir schon hochgeladen. Wir haben schon ein paar abgedreht, also da kommen auf jeden Fall noch viele. Was auch richtig interessant ist, dass wir da von Boomwaker so ein bisschen supported werden. Ja. Das sollte vielleicht den einen oder anderen interessieren. Wir haben da einen eigenen Forumbereich, wo wir dann auch Tutorial-Videos vorstellen. Also wenn ihr mal Bock habt, das Spiel anzufangen oder sowas, die Tutorials könnten euch auf jeden Fall von Anfang helfen. Ja, oder wenn ihr irgendwelche Ideen habt zu dem Spiel oder Fragen habt, dann schreibt es einfach bei Blackie oder bei mir in die Kommentare. Genau, dann stellt einfach Fragen dazu und wir werden dann versuchen, darauf einzugehen und ein Video vielleicht dazu machen, ein Tutorial. Genau. Und also das ist halt so, was bei uns im Moment bei Dragon's Prophet läuft. Ja. Halt fleißig an Questen, versuchen die Dungeons durchzuspielen. Bald sind wir beim zweiten Dungeon angekommen. Jetzt haben wir nur einen. Ja, jetzt haben wir nur einen. Aber wir werden auf jeden Fall mal gucken, wie es weiterläuft. Scheint ja gut bei euch anzukommen. Bringt viele Klicks. Ja, ich meine bei dir immer noch mehr als bei mir, ne? Aber ja, also ihr müsst auch mal bei Dex auf dem Kanal gehen, ne? Ihn könnt ihr auch abonnieren. Er seht jetzt mal aus einer anderen Perspektive. Weil du hattest auch einen anderen Charakter, ne? Ja. Ja, ist das wieder. War das ein Jäger? Ja, ich glaube. Jäger, ein Hunter, ja. Ja. Er hat einen Hunter, ich habe einen Mage, ne? Da könnt ihr so ein bisschen gucken. Auch von der Skillung her, wir haben uns auch ein paar Skillungen ausgesucht, da könnt ihr auch mal reingucken. Ja, vor allem bei mir müsst ihr wissen, also ich bin jetzt in dem Spiel jetzt nicht so der Pro, das ist eher der vorher schon fleißig gezockt hat in dem Spiel und mir dann wahrscheinlich mehr die Sachen erklären kann als, ne? Ja, ich spiele auch schon seit der Close Beta. Genau. Ich spiele schon seit der Close Beta. Und ich bin halt. So ein bisschen der Neuzugang da, ne? Genau, genau. Und es ist vielleicht irgendwo ein bisschen einfacher, das dann zu Let's Playen, weil ich dann irgendwo mal Fragen aufwerfen kann, die er mir dann beantworten kann und so gesehen dann auch euch dann damit beantworten kann. Genau, was ich auch sehr interessant macht. Ja. Da könnt ihr auf jeden Fall einiges durchlernen. Ja. Und es werden auf jeden Fall noch weitere Folgen kommen. Wir schreiben auch immer neben den Folgen, was so in den Folgen drin vorkommt, also so ungefähr, stichwortmäßig. Ja, da könnt ihr zum Beispiel sehen, Freundschaftssystem oder Gilde, wir suchen eine Gilde, wie kann man eine Gilde finden. Genau. Steht alles in dem immer dahinter, so ein bisschen in Klammer. Ja, bei Dragon's Prophet zum Beispiel ist es halt auch so, dass bei uns wahrscheinlich mehr oder weniger die Titel ähneln werden, weil wir halt uns auch so, denke ich mal, so ein bisschen absprechen, ne, was wir halt daneben. Wir machen es damit euch leichter, euer Thema halt zu finden auch. Genau. Weil das ist eher nicht so ein Let's Play, das ist eher mehr so ein Let's Play-Tutorial, würde ich eher sagen. Ja. Ja, was steht als nächstes auf der Liste? Was haben wir noch? Far Cry 3. Far Cry 3. Oh yeah. Richtig geiles Spiel. Ego-Shooter.
ne, nach unserem Rätsel-Abenteuer bei Portal 2. Postal 2. Ja, Far Cry 3 macht bis jetzt echt Fun. Wir haben es jetzt mittlerweile, wir haben es fast abgedreht. Ne? Wir haben fast abgedreht, ja. Sind jetzt zur Zeit, glaube ich, 6 Folgen online, ne? Sechs Folgen sind online? Ja, ich meine 6 Folgen. Es werden so knapp an die 16, glaube ich. 16 ja, oder 18 Folgen. 16, ja, irgendwo so ein Dreh. Und das Spiel an sich macht Spaß. Ja. Die KI nimmt kein Blatt vor den Mund. Nein. Die haut raus, was sie raushauen kann an Schimpfwörtern. Also ich glaube, ich habe noch nicht so viele Schimpfwörter in einem Spiel gehört. Eigentlich kannst du durchgehen machen. Piep, 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 piep. Theoretischerweise ja. Deswegen haben wir es auch ab 18 gestellt. Das ging leider nicht anders. Ne? Ja, es gehört halt dazu. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr amüsantes Spiel auch zwischenzeitlich. Und auch das mit den Wettkämpfen finde ich echt geil gemacht. Die Wettkämpfe sind geil. Weil also keiner gleicht dem anderen. Der eine Wettkampf, da hängst du auf der Brücke am Snipern und ja, wer mehr abknallt. Oder bei dem anderen Wettkampf, da musst du Bomben sammeln mit dem Jetski fest oder irgendwo durch die Karpaten und so. Ich fand das mit den Raketenwerfer so geil. Du zielst irgendwo hin und die Rakete geht irgendwo anders hin, nur nicht da, wo sie ist. Ja, das mit den Booten, ne? Mit den Booten. Das war eine riesige Miete. Wir haben uns immer gebettelt, um wer das Boot jetzt in der Luft sprengt. Genau. Bei dem Wettkampf. Wir haben beide auf das gleiche Boot gezielt und im Endeffekt haben wir nichts getroffen. Wir sind beide rechts und links dran vorbeigeschippert. Also da kann man echt nichts machen. Das war geil. Aber das werdet ihr noch sehen. Also es sind jetzt noch Folgen, über die wir jetzt reden, ja, die noch kommen werden. Genau. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber das ist auf jeden Fall eine richtig coole Idee. Und ja, kann ich jetzt nur Daumen hoch für sagen. Ja, auf jeden Fall. Das war ein cooler Einfall. War richtig cool. Also Hammer. Ja. Was noch ist, Assassin's Creed 3, Black Flag, hab ich noch am Laufen bei mir. Ja, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ja, das ist so ein Einzelprojekt von mir. Ja, meine eigenen Sachen machen. Genau, also meine eigenen Sachen und so. Ja. Habe ich auch schon sehr viel geredet, aber ich glaube, das wird ein ziemlich langes Projekt werden bei mir. Das ist echt. Weil wir wissen mittlerweile, wie viel Prozent. Boah, ich glaube bei 30% bin ich. Hab mittlerweile schon über 20 Videos aufgenommen. Das wird, glaube ich, ziemlich lange dauern. Also ich denke mal, da werden so 50 bis 80 Folgen also zusammenkommen. Entweder ist dann durchgehend nur am Failen, oder? Ich bin durchgehend nur am Failen. Ah, andere Leute würden zwar 20 Folgen schon durchgespielt haben, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das sieht man auch schon bei mir, also in den ersten Folgen, ich komme überhaupt nicht klar mit der Steuerung, weißt du? Ja, Leute, habt ein bisschen Mitleid mit ihnen. Ne? Das ist aber auch so krass gemacht, ja, du rennst, du willst eigentlich nur rennen. Ja, du willst geradeaus rennen. Oh. Ah, der klettert irgendwo hoch. Ich weiß nicht warum, aber er klettert irgendwo rum. Oder sag mir, ich liege im Busch, will irgendjemand da anhalten, weißt du, kannst du pfeifen, dann kommen die Leute so an. Pfeife, der Typ kommt an, ich denke, gut, jetzt ziehst du ihn rein, was macht er? Zieht ein Messer und er sticht mich. Dann denke ich mir auch so, das ist irgendwie. Bei ihm läuft. Läuft. Ja, da sind wir auch schon am Ende unseres unserem Monatsrückblick angekommen, würde ich sagen. Ne? Ja. Ich finde, es hat mordsmäßig Spaß gemacht. Ich würde mich, also wir würden uns auf jeden Fall über gute Kommentare freuen. Oder auch schlechte. Ne? Schlechte Werbung ist auch Werbung. Ja, irgendwo schon. Ja. Irgendwo schon. Ob die was bringt, ist dann eine andere Frage. Ganz genau, richtig. Was vielleicht noch wir als Frage stellen wollten, irgendwo, geht um die Trailer. Trailer, genau. Das hast du was. Wir wollten euch immer fragen, was ihr davon haltet, weil wir haben ja bis jetzt immer, also ich habe jetzt immer das Gleiche gehalten, weil ich mir so dachte, von meinen Videos, ich mache immer dasselbe davor und das ist irgendwo so ein Wiedererkennungswert. Er ist ein bisschen immer am Variieren, ne? Er weiß nicht so genau, was er will. Nee, ich weiß nicht, was ich will. Vielleicht so ein Entscheidungsneurotiker oder ich so. Ich stehe einfach auf Trailer. Ich stehe auf Trailer. Aber vielleicht schreibt ihr mal dazu, vielleicht, was ihr davon haltet, ob wir das beibehalten sollen oder ob wir mal direkt mit dem Video starten sollen oder ob es euch auf den Sack geht, weil ihr müsst dann immer das Intro überspringen oder sowas. Ich meine, bei mir sind es jetzt vielleicht 5 Sekunden, bei dir sind es ein bisschen mehr. Ne? Ja, bei mir sind meistens so 20 Sekunden, 15 bis 20 Sekunden meistens. Also das längste ist, glaube ich, 20 Sekunden. Mhm. Ja. Und das würde mich echt mal interessieren, ob euch das vielleicht auf den Sack geht. Soll ich das lieber weglassen, weil ihr das immer vorspulen müsst oder so, weil es euch irgendwann noch echt anpisst. Mhm. Ja. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, wenn ihr das uns mitteilen würdet. Ja, schreibt es in die Kommentare, nach unten. Ne? Ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Oder war noch irgendwas? Irgendeine Frage? Vom letzten Monat sonst nicht. Vom letzten Monat nichts. Mhm. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Monat wieder. Bis zum nächsten Monat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.